Die Gießerei Ludwigshütte in Oberhausen-Sterkrade wurde 1873 gegründet. Heute beschäftigt sie etwa 80 Mitarbeiter. Kunden sind Maschinenbau- und Versorgungsunternehmen. Die Hütte gießt Einzelstücke bis zu 5 Tonnen Gewicht, zum Beispiel Getriebegehäuse, und Serien wie Gullideckel. Der Film zeigt die Arbeit der Ofenmannschaft und den Guss während einer Schicht im Mai 1989. Die Arbeit am Ofen beginnt vor allen anderen Arbeiten in der Gießerei. Ich heiße Jürgen Barmscheid, bin 28 Jahre alt, habe 4 Jahre Konditor gelernt und bin 9 Jahre auf der neuen Ludwigshütte, bin jetzt erster Ofenmann. Mein Name ist Ingo Pöpperling, bin 24 Jahre alt, arbeite seit 2 Jahren auf der Ludwigshütte und bin zweiter Ofenmann. Ich heiße Wilhelm Willig, bin seit 20 Jahren als Kernmacher beschäftigt und arbeite zurzeit als dritten Ofenmann. Herz der Anlage sind die 2 Schmelzöfen. Sie stehen am Schnittpunkt der beiden Gießhallen im Ofenhaus. Davor liegen auf dem Chargierplatz Hüttenkoks, Roheisen, Schrott und Kalkstein. Nur jeweils einer der beiden Öfen ist zum Betrieb eingerichtet. Er muss jeden Morgen neu vorbereitet werden, damit mittags Eisen laufen kann. Der andere Ofen steht in Reserve. Willi, fang mal erst mit den Händen an, oder? So. Verantwortlich für diese Arbeiten ist die Ofenmannschaft. Der Ablauf der Arbeiten ist Routine. Kaum etwas muss vorbesprochen werden. Willi Ilk, der heute für den dritten Ofenmann einspringt, erhält nur die kurze Anweisung, mit dem Vorherd, der sogenannten Rinne, zu beginnen. Was er zu tun hat, weiß er genau. Die Männer schlagen zuerst Schlacke und aufgeplatzte, rissige Ausmauerung am Vorherd, Siphon und im Ofenschacht ab. Die 3 Männer arbeiten vollkommen selbstständig. Auf ihre Erfahrung verlassen sich Betriebsleiter und Meister. Sie fangen den Arbeitstag erst mit den anderen Beschäftigten um 6 Uhr an, wenn die Arbeiten zur Herrichtung des Ofens schon fast eine Stunde laufen. Am stärksten ist der unterste Teil des Schachtes beschädigt. Im Ofenschacht bricht Ingo Pöpperling die von der Schmelze angefressene, noch warme Ausmauerung und die Schlacken vom Vortag mit dem Presslufthammer aus. Nach Meinung der Ofenmänner ist dies die unangenehmste Arbeit. Immerhin ist der Ofen noch etwa 40 Grad warm. Der Lärm der Rüttelpressformmaschinen zeigt den Schichtbeginn der Former an. Die Ofenmannschaft beginnt mit dem Ausschmieren und Glätten aller schadhaften Stellen der Ausmauerung. Für die besonders wichtigen und belasteten Teile ist der erste Ofenmann zuständig. Er repariert den Siphon mit dem Stichloch, die Gieß- und die Schlackenrinne und den Schacht. Er ist dafür verantwortlich, dass der Ofen rechtzeitig wiederhergestellt ist, sodass ab 11:30 Eisen laufen kann. Das Stichloch wird zuerst von der Seite des Siphons und dann vom Ofeninnern her neu geformt.
Siphon und Gießrinnen müssen eine möglichst glatte Oberfläche haben, damit das flüssige Eisen keinen Ansatz für Zerstörungen findet und sich keine Schlacken festsetzen können. Die Arbeit muss trotz aller Routine sorgfältig und vorsichtig gemacht werden. Schadhafte Ausmauerung und Risse in der feuerfesten Verkleidung des Ofenschachtes bieten dem flüssigen Eisen Angriffspunkte. Hier kann es während des Schmelzens zu Schäden am Ofen und zu gefährlichen Situationen kommen. Die feuerfeste Masse zum Auskleiden des Ofens haben die Männer am Vortag angesetzt. Der schwerste Teil der Arbeit ist das täglich neue Auskleiden des Ofenschachtes selbst. Besonders im unteren Teil fressen das flüssige Eisen und die Schlacke die feuerfeste Verkleidung immer wieder stark an. Hier muss Jürgen Barmscheid ca. 750 Kilo feuerfeste Masse auftragen und glätten. Nach dem Trocknen bildet diese Masse die Schutzschicht für den Ofenschacht. Würde die Verkleidung während des Schmelzens schadhaft, könnte sich das flüssige Eisen durch die Ofenwand fressen. Auch der Ofenboden muss neu hergerichtet werden. Er wird jeden Tag nach dem Schmelzen geöffnet, um den Ofen zu leeren. Dabei fällt auch die feuerfeste Auskleidung des Bodens mit heraus. Ingo Pöpperling formt den Ofenboden mit leichtem Gefälle zum Stichloch hin und klopft ihn fest. Der Boden muss während des Schmelzens dauernd dem Druck von gut 5 Tonnen Material standhalten, davon einer Tonne flüssiges Eisen. Eine Undichtigkeit könnte fatale Folgen für die Männer am Ofen haben. Der erste Ofenmann deckt das Stichloch ab, damit es beim Füllen des Ofens frei bleibt. Er verschließt es erst, wenn der Ofen durchgetrocknet ist. Auch den Boden bedeckt er mit Koksstücken. Der Ofen wird von oben zuerst mit Koks beladen. Fast 3,5 Stunden hat die Ofenmannschaft den ersten großen Arbeitsabschnitt des Morgens abgeschlossen. Der glühende Koks beginnt, die neue feuerfeste Verkleidung durchzutrocknen.
Alle frisch verschmierten Teile müssen gut getrocknet werden. Beim Kontakt mit noch feuchtem Material würde das flüssige Eisen die Ausbesserungen sofort zum Platzen bringen. Um das zu verhindern, werden die im Siphon bereitgelegten Briketts mit dem Petroleumbrenner entzündet. Sie trocknen zuerst den frischen Schamott im Siphon selbst. Etwas später verteilt Jürgen Barmscheid die glühenden, rauchenden Briketts auf die Rinnen und die Gießschnauzen der großen Kranpfannen. Auch das Innere der Pfannen wird getrocknet und angewärmt, damit sie später beim Füllen mit dem etwa 1400 Grad heißen Eisen nicht zerspringen. Der Koks im Ofen ist bis über die Düsen des Hauptgebläses durchgeglüht. Jetzt kann der erste Ofenmann die hintere Öffnung des Ofens mit schwarzem Sand und Bottropper Lehm verschließen. Jürgen Barmscheid erzählt, dass er zu Anfang manchmal 2-3 Versuche brauchte, bis der Ofen gut verschlossen war. Später, wenn geschmolzen wird, steht im Ofenschacht vor dem Stichloch 1 Tonne flüssiges Eisen. Dem muss der Verschluss standhalten. Jeder Fehler kann auch hier zu schweren Unfällen führen. Der Ofen ist verschlossen. Jürgen Barmscheid stellt für einige Minuten das Hauptgebläse an. Danach glüht der Koks langsam durch. 10 Uhr, Frühstückspause. Mein Gott, du. Jetzt wird gerapscht. Runter mit den Arsch, wie tot! Das ist doch der Herz hoch! Das ist doch das 13. Hab ich gefällt, weiß ich, ey.
Inzwischen sind die Gussstücke des Vortages aus der Gießerei in die Putzerei geschafft. Sie werden hier gereinigt, gestrahlt und geschliffen und dann zum Versand vorbereitet. Gleichzeitig stellen die Former an den Maschinen, in der Handformerei und im Bereich der Kernmacherei die neuen Formen für diesen Tag her. Jede Form kann nur einmal genutzt werden. Um das erkaltete Gussstück freizulegen, wird sie geöffnet und dabei zerstört. Alle Formen, die bis 12:30 fertig sind, können heute noch vergossen werden. Serien, kleine und große Einzelstücke werden gleichzeitig und nebeneinander zum Guss vorbereitet. Heute werden hier Formen für Hydrantendeckel gemacht. Jede Form besteht aus einer Ober- und einer Unterform. Auf der einen Maschine ist das Obermodell, auf der anderen das Untermodell fest eingerichtet. Ein fertiger Formkasten wiegt etwa 12 bis 15 Kilo. Die Arbeit an der Maschine wird im Akkord abgerechnet, die Arbeit am Ofen im Stundenlohn. Das Herstellen der Formen läuft, außer bei den Einzelstücken, fast mechanisch ab. Auch mittelgroße Formen werden auf Maschinen hergestellt. Graphit als Trennmittel sorgt dafür, dass sich die fertige Form gut löst. Die erste Schicht Formsand wird gesiebt, damit sie sich gut an alle Feinheiten des Modells anlegt. Ein Band transportiert den Sand in die Formkästen, das Schaufeln entfällt. An besonders schwierigen Stellen des Modells drückt der Former den Sand mit der Hand fest. Thank you.
Während die Tagesproduktion an Formen vorbereitet wird, bereitet die Ofenmannschaft das Beschicken des Ofens mit Eisen-, Koks- und Kalksteinladungen, den sogenannten Sätzen, vor. Dabei werden Tonnen von Schrott, Roheisenmasseln und Gussresten bewegt. Die Anteile der Eisen- und Stahlsorten bestimmen sich nach den Anforderungen der Kunden. In aller Regel wird eine gleichbleibende Mischung gebraucht. Die richtige Zusammenstellung hängt von der Erfahrung der Ofenmänner ab. Chemische Analysen zum Nachweis der Qualität werden nach dem Guss von Probestücken gemacht, die in ein Labor eingeschickt werden. Ist der Ofen nicht heiß genug, liefert er sogenanntes mattes Eisen. Dann ist die Stimmung der Mannschaft schlecht. Mattes Eisen ist nicht heiß genug und dickflüssig. Es fließt nicht gleichmäßig und schnell in die Formen. So können sich Hohlräume im Guss bilden und vor allem größere Gussstücke misslingen. Keiner sieht gern seine Tagesarbeit durch das matte Eisen gefährdet. Das Chargieren ist harte Knochenarbeit. Mit jedem Wagen bewegen die beiden Männer mehr als 8 Zentner. In der Eisengießerei ist Koks nicht nur Brennmaterial, sondern gibt auch Kohlenstoff an das schmelzende Eisen ab. So bekommt der Guss die richtige Zusammensetzung. Kalk sorgt dafür, dass die Schlacke dünnflüssig wird und auf dem Eisen schwimmt. Etwa eine halbe Stunde vor dem Abstich wird das Stichloch verschlossen und das Gebläse angestellt. Das Schmelzen beginnt. Wenn der Ofen richtig läuft, schmilzt ein Satz Eisen in etwa 5 Minuten. Dann muss Nachschub rollen. Circa 35 Wagen à 400 Kilo werden gebraucht. Dazu noch Koks und Kalk. Der erste Ofenmann prüft laufend, ob schon Eisen im Ofen steht. Das Eisen darf nicht so hoch steigen, dass es aus den Schaulöchern am Ende der Winddüsen fließen kann. Uhr, Abstich. Der Betriebsleiter gibt die Anweisungen, in welcher Reihenfolge gegossen wird, und überwacht besonders die komplizierten Großgüsse. Das Öffnen des Stichloches muss zügig gehen. Manchmal kommt das Eisen so plötzlich und schnell, dass es überfließt und herumspritzt.
Der Mann am Vorherd gibt ein Entschwefelungsmittel in die Schmelze. Bei Bedarf wird so auch legiert. Vor dem Vergießen muss die vom Siphon nicht zurückgehaltene Schlacke abgezogen werden. Das Eisen strahlt so heiß, dass die Männer die Gesichter abwenden und möglichst großen Abstand halten. Heute wird mit dem Mittelguss begonnen. Wenn der Mittelguss läuft, kann die erste Pfanne für den Handguss geholt werden. Zwei Former tragen die sogenannte Schere, in der die Pfanne steckt. Gut. Die Schere mit der gefüllten Pfanne wiegt etwa 60 bis 70 Kilo. Stolpern hätte hier fatale Folgen. Auch von dieser Charge muss die Schlacke abgeschöpft werden. Beim Handguss werden zwischen 20 und 30 Pfannen vergossen. Insgesamt bewegen die beiden Männer etwa eine bis anderthalb Tonnen. Während ein Mann nur trägt und mit einem Holz die Tragestange der Schere auf den gestapelten Formen abstützen kann, muss der zweite Mann das Gewicht halten und zugleich den Guss steuern. Gut eine Stunde dauert das Handgießen. Die Gussöffnung immer richtig zu treffen, sodass nichts daneben fließt und herumspritzt, erfordert Konzentration, Kraft und Ausdauer.
Damit die obere, nur lose aufgelegte Formhälfte vom einfließenden Eisen nicht angehoben wird, müssen die Formstapel mit Gewichten beschwert werden. Die gefüllten Formen werden glühend heiß. Man muss aufpassen, sie nicht zu berühren. Während in den Hallen gegossen wird, müssen laufend weiter Eisen, Koks und Kalk in den Ofen nachgeladen werden. Die auf dem Eisen schwimmende Schlacke wird vom Siphon zurückgehalten, während das Eisen unten durchfließen kann. Staut sich zu viel Schlacke auf, kann sie oben seitlich über die Schlackenrinne abfließen. Sie erstarrt schneller als Eisen und muss von Zeit zu Zeit mit einer Stange ausgebrochen werden. Während Mittel- und Handguss noch laufen, beginnt im Hauptschiff der großen Halle der Großguss. Die Formen sind in Gießgruben vorbereitet. Bis zu 5 Tonnen können die Gussstücke wiegen. Damit die Formteile vom einfließenden Eisen nicht angehoben und verschoben werden, sind sie mit tonnenschweren Gewichten gesichert. Das einfließende Eisen lässt aus allen Ritzen der Formen Gase entweichen. Sie müssen abgefackelt werden, damit sich nicht ein explosives Gemisch in der Halle sammelt und die Männer gefährdet. Auch wenn es bei den Arbeiten manchmal so aussieht, als seien die Männer nachlässig, sie haben ein ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein und lassen sich nicht unüberlegt auf Risiken ein. Ganz ausschließen lassen sich Gefährdungen an diesen Arbeitsplätzen aber nicht. Kleinere Verbrennungen durch Spritzer von glühendem Eisen, scherzhaft Gießerfloh genannt, gehören zum Alltag.
Zum Ende des Gießens muss das im Siphon stehende restliche Eisen und die Schlacke seitlich abgestochen werden. Der erste Ofenmann stellt das Gebläse ab. Zum Auffangen des restlichen Eisens wird eine große Pfanne bereitgestellt. Vorsichtig entfernt Jürgen Barmscheid bis auf einen Pfropfen den Verschluss der Rinne. Durch ein gefärbtes Glas kann der Meister an der Helligkeit Eisen und Schlacke deutlich unterscheiden. Schlacke! Sobald nur noch Schlacke kommt, wird die bereitgestellte Gießpfanne mit dem Kran weggehoben und die Schlacke fließt in das vorbereitete Schlackenbett. Der Ofen steht nun noch voll mit glühendem Koks. Um ihn zu leeren, muss der Boden geöffnet werden. Der hintere Lehmverschluss wird mit einer Stange aufgestoßen, um die Ofenwand abkratzen zu können. Der Koks wird gelöscht und weggefahren. Der gesamte Ofenbereich wird noch so weit aufgeräumt, dass am nächsten Morgen um 4:45 die Arbeit von neuem beginnen kann. Nach etwa 9,5 Stunden Arbeit ist auch für die Ofenmannschaft Schichtende.